Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham City. So, ihr werdet es in den nächsten paar Tagen, wahrscheinlich eher Wochen sogar, ein paar kleinere Videos zu den Rittertrophäen zu sehen bekommen. Da ich mir gedacht habe, das machst du im Zusammenschnitt, bevor ich euch jetzt wieder hier stundenlang die Sucherei rumzeige. Und wir finden uns hier erstmal im Museum. In dem Gang zur Kampfarena kann man einmal sich nach oben begeben. Und dort die Riddler-Trophäe mit dem Seilwerfer rausholen. Man hat auch gesehen, hier ist auch die Trophäe für Catwoman, die wir natürlich selber nicht mitnehmen können. So, hier sind wir jetzt in der Folterkammer. Hier brauchen wir ebenfalls wieder den Seilwerfer, mit dem wir uns einmal hier vom Norden in Südrichtung hinüber katapultieren müssen. Was ich jetzt bestimmt auch gleich tue. Das ist übrigens alles nachvertont. Falls das noch... Nun mach hin. Bitte. Danke. So, ich verlangsame hier ein bisschen die Zeit durch das bereits Drücken des Seilwerfers. Da habe ich den Zeitpunkt verpasst. Man sieht da drüben jetzt ganz langsam die Trophäe auftauchen. Ein kleiner Stunt, der physikalisch möglich sein dürfte, aber Batman kann sowas. Und wir haben auch die zweite Trophäe, die uns hier im Museum noch fehlte. So, die dritte Trophäe, die ich euch jetzt zeige, ist in der Waffenkammer. Dafür müssten wir einmal hier in den Keller, so gesehen, hinein. Haben hier drüben, man hört auch schon, ein Gasleck, welches einfach mit dem Friesschuss außer Gefecht setzt und können uns dann da hinten, wie man es auch schon sieht, die dritte Trophäe mitnehmen. Die nächste Rittertrophäe ist ebenfalls hier in der Waffenkammer. Dafür müssen wir wieder nach oben. Und dann ist die hier gleich rechts hinter der Mauer. Wo wir sie bisher noch nie zu Gesicht bekommen haben, weil, keine Ahnung. Da bin ich auch ein paar Mal dran vorbeigelaufen. Und ich dachte mir, ich mache mir einfach mal Spaß. Machst am besten mal alles gleichzeitig kaputt, weil es sind drei zerstörbare Wände. Warum? Weil ich es kann. Und weil es Zeit kostet. So, Brems. Dann stürzt auch gleich erstmal ab. Weil das muss ja sein. Und dann haben wir hier auch die Rittertrophäe. Es gibt aber noch eine dritte Rittertrophäe in der Waffenkammer. Dafür müssen wir wieder nach unten. Was mache ich jetzt? Ach ja, genau. Wir haben jetzt die Enigma-Maschine wieder mal freigeschaltet. Gut gemacht, Dark Knight. Sehr gut. Du hast genügend Herausforderungen von mir bestanden. Alles, was du jetzt noch tun musst, ist mein Rätsel lösen und alles wird gut. Schaffst du das? Löse dieses Rätsel. Ich habe einen Kopf und auch eine Zahl. Oft werde ich benutzt. Steht 3 gelöst? Anscheinend habe ich dich unterschätzt. Doch bevor du jetzt überheblich wirst, solltest du versuchen, meine nächste Geisel zu retten. Bring dein Handtuch mit. Ja, und damit haben wir dann auch die nächste Riddler-Geisel freigeschaltet gehabt. Da bin ich aber noch nicht hin. Das machen wir dann wieder in der normalen Aufnahme, sobald wir alle Trophäen haben. Und wie gesagt, es geht hier nochmal runter. Denn hier müssen wir auch nochmal durch eine Luke klettern. Nicht durch die, sondern die da hinten. Einmal in den Wartungsschacht liegt nämlich die Rittertrophäe genau hier im Schacht und kann einfach mitgenommen werden. So, jetzt sind wir wieder zurück in der Folterkammer. Wir sind jetzt in der ganz südwestlichen Ecke. Man sieht auch schon rechts die Rittertrophäe im Wasser schwimmen. Wir brauchen ja sicher auch wieder einen Friesschutz oder eine Friesgranate, das ist egal. Und ich habe mich hier kurzzeitig furchtbar erschreckt wegen dem hier. Ich weiß nicht, warum genau hier das abgespielt wird. Vielleicht wurde er nach dreimal Schlägen kommt vielleicht Tiny wieder aus dem Wasser. Sonderweise an dieser Öse war das nicht so. Und dafür wieder an der nächsten. Als wenn das irgendwas Besonderes wäre. Als wenn es irgendwas auslösen würde. So, als nächstes sind wir jetzt wieder im Kontrollraum. Hier haben wir Mr. Freeze gefunden und auch an dieser dritten Phase sind wir furchtbar dran vorbeilaufen. Man hat sie gerade schon ganz kurz durchs Fenster gesehen. Die ist nämlich hier in der Schatzkiste.
kann man einfach mitnehmen. Und wenn man auch gleich mal hier ist auch ein Riddler-Rezept in der Nähe. Und zwar hier links an der Wand. Die Gebrüder Abrimovic. Und auf der genau gegenüberliegenden Wand. Wir haben auch noch mal einen alten Titankanister, nur mal zu zeigen, wir waren hier schon mal und haben alles übersehen. Und zwar da hinten haben wir auch noch mal Rittertrophäe. Auch hier brauchen wir den Friesschutz, den wir natürlich damals noch nicht hatten, wie wir zum ersten Mal hier waren. Und können dann auch einfach die Trophäe einsacken. So, jetzt fehlen uns eigentlich nur noch ein paar Rätseltrophäen. Wir sind jetzt hier wieder in der Arena. Wenn man sich noch mehr erinnert, der Raum, an dem man Vorspeise auf die Nase bekommen hat. Und man hat schon gesehen, ich habe den Strom wieder eingeschaltet. Das werden wir gleich brauchen. Aber vorher geht es erstmal hier an den Aufzug. Der muss nämlich nach oben, damit wir hier rechts an die Wand kommen. Rechts, bitte. Rechts, genau da. Denn auch hier hat eine Rittertrophäe versteckt. Die relativ einfach dann zu holen ist. So, jetzt geht es wieder nach oben. Denn jetzt geht es an die Sache, ihr erinnert bestimmt noch an den Sicherungskasten, für den wir Strom gebraucht haben. Und das kommt jetzt. Wir brauchen jetzt tatsächlich einen ferngesteuerten Batwing, den wir hier hindurch leiten. Dadurch lädt er sich auf. Und dann dürfen wir den einmal quer durch die Arena schicken. Durch das Fenster hindurch, das ihr ja schon mal gesehen habt. Und rein in den Sicherungskasten. Ja, was dann dazu führt, dass wir jetzt durch dieses Tor hindurch sliden können und uns endlich diese Rittertrophäen holen können. Warum ich jetzt nochmal hier hacke, weiß ich nicht. Notwendig ist es nicht. Und nur mal zu zeigen, man kann tatsächlich dieses Schloss ein- und ausschalten. Urzeitlich. Es ist immer noch urzeitlich. Es ändert sich nicht. Und wir haben jetzt hier halt eben die Rittertrophäe im Wasser. Und dann geht es auch gleich übrigens nochmal durchs Fenster hindurch. Denn auch hier drüben ist nochmal eine Rittertrophäe. So, wir kommen zurück im Trophäenraum. Hier ist ebenfalls eine Rittertrophäe versteckt, an der wir tausende, dutzende Mal dran vorbeigelaufen sind. Denn hier ist direkt am Eingang eine zerstörbare Wand, hinter der man sieht, schon oben in der Mitte, dritte Trophäe auf uns wartet. Und ebenfalls im Trophäenraum und wahrscheinlich auch schon dutzende Mal übersehen, es gibt hier ein Lüftungsgitter. Das uns zu einem Tigergeschütz bringt. Man sieht schon hinten die Rittertrophäe hinter dem Zaun. Dummerweise lässt uns das Tigergeschütz nicht hindurch. Dafür haben wir hier nochmal einen Pinguin gefunden, den wir auch noch brauchen. Das war der 9. von 12 im Museum versteckten Pinguinen. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Problem des Spiels. Man braucht für manche Rätsel braucht man auch tatsächlich bestimmte Upgrades seiner Waffen und Gadgets. Und ich kann mal verraten, ich habe dieses Upgrade nicht. Was ich relativ langsam festgestellt habe. Man braucht nämlich tatsächlich den Überbrücker. Das lese ich übrigens gerade nach, deswegen passiert hier gerade nichts. Das Problem ist, um einen Tiger-Wachtposten auszuschalten mit dem Überbrücker, braucht man tatsächlich auch das Upgrade für eben diesen Überbrücker, weil sonst passiert ja erstmal überhaupt nichts. Hier habe ich übrigens auch herausgefunden, dass man die Catwoman-Trophäen nicht für die Freischaltungen benötigt.
die haben jetzt einen Unterbrecher und der sagt halt eben, nee, nee, ich mag nicht. Und wenn man näher rangeht, dann bekommt man vor dem Tigergeschütz eins vor den Latz. So, ich habe das übrigens dann 3 Stunden später einfach mal geändert. Bin dann wieder her zurück. Also wie gesagt, zwischen der gerade gesehenen Bilder und dem jetzigen liegen nochmal 3 Stunden Aufnahme dazwischen. Weil ich musste erstmal ein bisschen Experience mir holen. Konnte da aber dann doch die letzte Trophäe hier holen. So, wir gehen mal jetzt weiter mit den Pinguinen. Dafür brauchen wir immer noch 3 Stück. Und es gibt tatsächlich einen Pinguin, den habe ich übersehen. Das habe ich schon gemerkt. Und zwar hier, diese Trophäe haben wir uns ganz am Anfang geholt und der Rest steht ein Pinguin. Den habe ich komplett übersehen. Pinguin Nummer 10. Der 11. Pinguin steht wieder in der Arena und zwar hier oben in dem Käfig. So, da habe ich glaube ich ein paar Anläufe gebraucht, weil, ne? Ich kann mit dem ferngesteuerten Bumerang nicht so gut steuern. Das kennt man ja. Zu eng. Daneben. Und jetzt gibt es aber einen Treffer. Und der Pinguin explodiert. Pinguin Nummer 11. Und der 12. Pinguin, den finden wir dann wieder in der Waffenkammer. Und zwar unter dem Elefanten, wie es im Guide heißt. Da müsste ich kurz drauf eingehen. Lieber Guide-Ersteller von Eurogamer. Das ist ein Mammut. Kein Elefant. So, wir haben jetzt noch ein Rätsel. Dafür muss man sich das Museum verlassen. Und zwar wieder den Raum, in dem sich die GCPD-Polizisten verschanzt haben. Denn das Rätsel, womit man willkommen sich... Willkommen in der Iceberg Lounge, Batman. Kugelnhagel schießt, ist natürlich ein Regenschirm. Und den hat der nette Zeitgenosse hier in der Hand. Ja, das waren die Geheimnisse des Museums. Ich hoffe, es hat euch hier soweit gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich bei der U-Bahn. Genau, die U-Bahn müsste das nächste sein. Mal gucken, wann das kommt. Bis dahin, ciao, ciao.